Ich hoffe, euch hat die Pause gut getan, denn jetzt geht es mit den nächsten beiden Tagen weiter mit Fußball pur. Mein Name ist Mr. Wildstyle. Ich heiße herzlich willkommen zurück zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Wir starten mit den Viertelfinalbegegnungen. 4 Stück insgesamt an der Zahl, 8 Teams noch im Rennen. Auf die Chance, auf einen Platz im Endspiel am 18. Dezember in Lusail Stadium. Wir sind übrigens auch im Lusail Stadium für das erste Viertelfinalspiel. Spanien gegen Brasilien. 2 Top-Favoriten auf den Weltmeistertitel treten gegeneinander an. Die Spanier mit einem Pflichtsieg gegen Kanada im Achtelfinale 3:0. Das war abzusehen, dass das passiert. Die Brasilianer taten sich erst schwer, haben sich dann aber in das Spiel hereingekämpft gegen Portugal und ist dann dank einem Doppelpack von Lucas Paqueta für sich entschieden. Somit die Brasilianer zum 8. Mal nacheinander im Viertelfinale. Letztes Mal hatte man dies nämlich 1990 nicht erreicht. Also eine gute Streak, die sie da am Leben erhalten sind. Gehen wir runter zum Spiel zwischen Brasilien und Spanien und im Anschluss sehen wir die Niederlande gegen Australien. Es ist auf beiden Seiten keiner gesperrt, weder bei den Spaniern noch bei den Brasilianern. Beim Rekordweltmeister Neymar könnte der erste Spieler seit Gerd Müller sein oder werden, der 10 Tore mindestens bei einer WM-Endrunde erzielt. Denn Gerd Müller war nämlich der letzte Spieler, dem dies in einem Turnier gelang, 1970 in Mexiko. Das erste Viertelfinale an diesem heutigen Tag, Spiel Nummer 57, offiziell Spiel 58 bei dieser Weltmeisterschaft. Für die Brasilianer wird dieser Weg ins Endspiel, der Easy wartet, nicht einfacher. Das hat man beim Achtelfinale gegen Portugal gemerkt. Nun spielt man gegen deren iberischen Nachbarn um einen Platz unter den besten 4 des Turniers. Thiago Silva, der Kapitän Brasiliens, steht gegenüber von Sergio Busquets, den letzten verbliebenen Weltmeister von 2010. Hier einmal die Aufstellung von Luis Enrique, ein 4-3-3. Da hat sich im Vergleich zum Achtelfinalsieg gegen Kanada nichts geändert. Das ist die beste Elf, die Luis Enrique auf den Platz schickt. Für den Weltmeister von 2010, den dreimaligen Europameister. Die Brasilianer heute mal in ihrem Auswärtsdress, in den blauen Trikots. Und auch sie ändern nichts an ihrer Aufstellung. Gespiegelte Formation von Tite mit einem 4-3-3. Die Juve Außenverteidigung mit Alexandre und Danilo. Lucas Paqueta im Zentrum, der Matchwinner gegen Portugal. Vorne drin die bekannte Reihe. Vini Junior, der ebenfalls gegen Portugal traf, zum zwischenzeitlichen 1:1. Rafinha, rechts und Emir. Neymar Junior, der darauf brennt, hier den 6. Weltmeistertitel und den ersten seit 20 Jahren nach Brasilien zu bringen. Die Seleção in den blauen Trikots von rechts nach links, Spanien in Rot.
Brasilianer im Ballbesitz mit Rafinha, dessen erster Schuss auf den Kasten von Unai Simon. Da wird De Gea aussortiert. Langjährige Nummer 1. Haben wir direkt schon mal Lucas Paqueta, der hier den Ton setzt. Vielleicht ein bisschen zu laut durch das Stadion gebrüllt mit dieser Grätsche gegen Pedri. Somit sieht er hier die gelbe Karte. Er nicht vorbelastet bei den Brasilianern. Das meine ich sowieso, keiner mit einer gelben Karte vorbelastet. Bei den Spaniern sind es doch nur zwei, drei Spieler mehr. Ferran Torres, Pedri, der hier heute im Fokus steht, die gesperrt wären. Bei einem möglichen Halbfinale sollten sie hier ihre zweite gelbe Karte sehen. Nach dem Viertelfinale werden sie gestrichen. Und da gibt's Diskussionen. Pau Torres kann die Welt nicht verstehen. Da schauen wir nochmal drauf. Es gibt Elfmeter für Brasilien. Das ist kein Elfmeter. Der Ball sprang an die Brust von Pau Torres. Es gibt keinen Videobeweis in FIFA 23. Neymar. Langer Anlauf. Und da ist die Führung Brasiliens. Neymar. WM-Tor Nummer 10. Bei diesem Turnier. Ja, also der erste Spieler seit Gerd Müller. Der mehr als 10 Tore bei einem WM-Turnier erzielt. Das ist übrigens auch, wenn man es zusammennimmt mit seinen 6 vorher bei den Turnieren in Brasilien und Russland. WM-Tor Nummer 16 ist er dann auch mit Miroslav Klose gleichgezogen. Die Spanier mit dem frühen Rückstand. Luis Enrique ist außer sich. Er beschwert sich da beim unparteiischen Gespann. Ich habe da in den Bildern kein Handspiel gesehen. Der zu dieser brasilianischen Führung entsprungen ist. Neymar, der Star von Paris Saint-Germain. In unseren Weltmeisterschaften, die wir hier auf diesem Kanal gezeigt haben, ist es auch das dritte Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Mannschaften. Und zum dritten Mal im Viertelfinale. Frankreich 98 siegten die Brasilianer im Elfmeterschießen. Bei der WM 2006 Rekonstruktion siegte Spanien im Elfmeterschießen. Also die Zeichen stehen hier gut. Lucas Paqueta, dieses Mal kein Handspiel, auch beim Nachschuss nicht. Stand die Schiedsrichterin mit guter Sicht auf den Ball. Neymar zu Rafinha, Lucas Paqueta. Dann ist der Ball weg. Morata, kommt der Ball dann wieder zu Ferran Torres. So war der Plan der Spanier. Zweiter Ball über Morata. Erster Schuss auf das Tor von Alisson. Und der hat mal richtig gut gepasst. Ball kam von Pedri und den setzt Alvaro Morata unter den Querbalken. Goal!
das personifizierte Abseits. Alvaro Morata. Der Mann, der Stürmer, der häufiger als kein Zweiter im Abseits sich befindet. Sowohl bei Nationalmannschaft als auch bei Verein. Ich als Juve-Fan. Da siehst du den schon 3-4 Mal in der Situation. Hast du ihn zumindest gesehen. Er ist jetzt wieder in der spanischen Hauptstadt unterwegs bei Atletico Madrid. Den Fuß reingestellt von Sergio Busquets gegen Vinicius. Mal über Pau Torres dann links rüber. Zu Jordi Alba. Neymar. Gegen zwei. Das Spiel hier mit Lucas Paqueta, Pau Torres. Ja, wie willst du es nennen? Unglücksrabe oder ja, der Scapegoat? Achtung! Achtung! Fred mit der Chance hier Brasilien wieder in Führung zu bringen. Geht aber am rechten Torpfosten hoch, vorbei in die Tribünen. Fred, der Mann von Manchester United. Halbe Stunde rum. Spanien hat sich hier die Führung bzw. den Ausgleich wieder erarbeitet bzw. verdient auch. Nach diesem unglaublichen Pfiff gegen Pau Torres aus der Anfangsphase. Hier mit dem ersten Schuss auf das Tor direkt wieder angemeldet in dieser Partie. Rafinha. Quer, gut gespielt, klasse gehalten von Unai Simon. Wohl eher eine unfreiwillige Glanzparade des Keepers. Aus kurzer Distanz gegen Neymar ist er mit dem Schienbein dran. Da war viel Ball gespielt von Sergio Busquets, aber auch den Mann. Deswegen wird es keine gelbe Karte geben für den spanischen Kapitän hier gegen Casemiro. FC Barcelona gegen Real Madrid in diesem Zweikampf. So, das ist eine gute Position für Rafinha. Er hat schon einmal einen Freistoß direkt verwandelt bei dieser WM. Dieses Mal ist Unai Simon zur Stelle. Er hat sich das Tape angesehen, er hat die Spieler studiert. Sarabia Morata mit dem Ball. Verlust. 5 Minuten sind noch zu gehen. Das 1:1 mittlerweile vollkommen in Ordnung. Das Spiel hat sich so ein wenig relativiert. Beide Teams schenken hier einander nichts. Aufgepasst, Dani Carvajal. Mit all seiner Erfahrung, auch wenn der Ball zurück an den Brasilianern hingeht. Okay, das wäre eine gute Offensivaktion gewesen. Der Spanier wäre der Ball da durchgekommen. Jetzt die Gegenbewegung. Vini Junior. Das war zu ersichtlich für den Verteidiger. Das
das ist ein Foul. Das ist ein Freistoß. Nochmal für Spanien. Fällt zur Unparteiischen zitiert. Er sieht die gelbe Karte. Wie gesagt, es würde im Falle eines Halbfinaleinzuges keine große Bedeutung mehr haben. Alle gelben Karten werden nach dem Viertelfinale gestrichen. Diese eine Chance gibt es noch. Jetzt ist Halbzeit. Also, mal wieder ein Unentschieden zur Pause zwischen diesen beiden Teams. Die aufeinandertreffen in unseren Weltmeisterschaftsausspielungen sind allesamt ins Elfmeterschießen gegangen. Ich möchte das nur noch mal betonen. Einen Elfmeter haben wir bereits gesehen, Neymar, wo wir doch die Frage stellen, was ist das, wo ist da noch eine dritte Hand gewesen bei Pau Torres? Denn ich habe da kein Handspiel sehen können. Vielleicht haben wir die Aktion noch mal in der Wiederholung, sowie das Foul an Petri von Lucas Paquetá, der die gelbe Karte gesehen hat. Wir sehen auch hier wieder nur den Elfmeter und WM-Tor Nummer 10 für Neymar. Drei Tore braucht er noch, um mit Just Fontaine gleichzuziehen. Der Mann, der die meisten Tore in einer Endrunde erzielt hat. Dann Alvaro Morata kompromisslos, trocken unter den Querbalken gezimmert. Und somit der Ausgleich und das 1:1 in diesem WM-Viertelfinale. Casemiro sagt sich auch, Junge, zieh den doch besser auf das Tor. Fred sollte dann später die gelbe Karte nach diesem Foul sehen. Es ist ausgeglichen. Vom Spielverhalten her, vom Spielverlauf her, auch wenn Spanien nur eine Chance bisher gehabt hat, diese sie auch nutzen konnten, ist das Ganze, ja, es kann sich, ich will nicht unbedingt hier, mir fehlen jetzt da die Worte, ich hoffe, dass man das nicht merkt, das kann sich in eine und in die andere Richtung entwickeln hier. Ballbesitz ist ausgeglichen, die Passstatistik ist ausgeglichen, Zweikämpfe sind ausgeglichen. Also da ist die Anzahl der Schüsse nicht hauptausschlaggebend. Denn da waren nur wenig gefährliche Aktionen in der Offensive gegen das Tor von Unai Simon zu sehen. Gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Beide Mannschaften unverändert aus der Kabine. Spanien weiter in den roten Trikots, Brasilien in blau. Das Einzige, was getauscht worden ist, sind die Seiten. Hier für die nächsten 45 Minuten. Enric Laporte. Ferran Torres, Pedri lässt durch, rechts wäre Platz für Pablo Sarabia, der da ignoriert wird, der Arme. Durchaus hätte was kreieren können für die Spanier. Sergio Busquets in seinem Spiel mit Pedri. Jetzt kommt der Ball raus zu Sarabia gegen Alexandro, kann sich da durchsetzen. Das war nicht gut verteidigt. Keine saubere Ballannahme von Alexandro. Carvajal, Pedri im 16-Meter-Raum. Koke und Thiago Silva. Er auch nicht mehr der Jüngste, aber der vielleicht mit Abstand erfahrenste Mann auf dem Platz neben Sergio Busquets. Wenn ich mich nicht komplett durch den Wind schieße, 2010
Thiago Silva ja auch schon dabei gewesen bei der WM in Südafrika. Koke. Sergio Busquets. Ferran Torres. Alba, Ferran Torres, Koke, Morata. Hätte sich durchaus da was entwickeln können. Beautifully intercepted da. Das hat klasse gemacht von Ferran Torres. Dann den Weg mit nach hinten gegangen, um den Ball bis jetzt zu den Spaniern wieder zu bringen, wieder zu erobern. Lucas Paquetá jetzt mal. Die Brasilianer wieder. Lucas Paquetá, Fred. Von Neymar bisher nichts zu sehen. Lucas Paquetá, Schussposition! Zu schwach der Abschluss. Vom Doppeltorschützen gegen Portugal. Schöner Ball auf Sarabia. Gegen Alexandro. Der Verteidiger von Juventus. Sieger im Zweikampf, aber der Ball geht verloren. Ferran Torres. Alisson. Schuss aus der Drehung. Nicht mit genug Kraft hinter. Das war auch die letzte Aktion von Pablo Sarabia. Es kommt Dani Olmo von RB Leipzig, der auf der rechten Seite für ganz viel Wirbel sorgen kann. Den ich auch durchaus als Game Changer in ein gewisses Licht rücken möchte. Vini Junior, die Gegenbewegung. Er alleine auf weiter Flur. Alexandro läuft mit. Er wäre die einzige Anspielstation für Vini Junior gewesen in dieser Situation. Das Paquetá. Zweiter Ball über Fred in den Strafraum und raus mit dem Ball. Der Torwart massig unter Druck gesetzt. Jetzt Morata muss den Ball in die berüchtigte Zone spielen. Pedri konnte sich da nämlich nicht befreien und behaupten gegen seinen Gegenspieler. Danilo mit dem Fuß zwischen. Oje. Oje, 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 oje. Was hatte Danilo davor? Busquets, Pedri. Der Ball vom Weg zu Morata, Ferran Torres. Achtung, das Tor für Spanien. Und was habe ich gesagt? Game Changer, Dani Olmo. Der eingewechselte Dani Olmo, der Mann vom RB Leipzig. Spiel ist gedreht. Spanien führt mit 2:1. Und es sind noch 10 Minuten zu gehen. Erst der Ball runter auf Morata, dann der Ball rüber auf Ferran Torres. Der ist nicht mit besonders viel Kraft geschossen, dafür mit einer ordentlichen Menge Präzision. Dani Olmo und die Führung für Spanien. Brasilien erneut in Rückstand, aber diesmal nicht nach 3 Minuten. Wie agieren sie? Wie ist die Reaktion von Tite und seiner Mannschaft? Lucas Paquetá, Fred, links Vini Junior.
Den Ball kriegen sie wieder. Danilo. Rafinha, Casemiro. Lucas Paquetá zu Neymar. Das ist kein Rückspiel gewesen. Balleroberung, aber der Ball ist im Aus, Rafinha. Spanien wechselt nochmal. Gavi kommt für Koke, Lucas Paquetá geht und Richarlison kommt. Der Mann von FC Everton mittlerweile bei Tottenham. Und der Vertrag. Wird er das Zünglein an der Waage für Brasilien. Hier sehen wir Richarlison. Gut verteidigt. Morata. Im Zusammenspiel mit Gavi. Richarlison. Die 90. Minute läuft. Eine Minute gibt es obendrauf. Die letzte Chance für Brasilien möglicherweise hier, sich noch irgendwie in die Verlängerung zu retten. Der Ball ist weg. Die Spanier im Ballbesitz. Gavi. Und das Spiel ist aus. Brasilien scheitert an Spanien. Dieses Mal allerdings nicht im Elfmeterschießen. Dani Olmo und Luis Enrique mit dem glücklichen Händchen, ihn für Sarabia zu bringen. Er ist der Gamechanger in dieser Partie gewesen. Und die Spanier erst zum zweiten Mal überhaupt stehen sie in einem WM-Halbfinale nach 2010. Wir wissen, wie es damals geendet ist mit dem Weltmeistertitel. Und nun steht man am Dienstag im Halbfinale. Sie konnten Brasilien schlagen. Die letzte südamerikanische Mannschaft, die in diesem Turnier verblieben ist. Argentinien und Uruguay und Ecuador schon im Achtelfinale raus. Dieser kontroverse Elfmeterpfiff, der hat den Spaniern nicht das Genick gebrochen. Ganz im Gegenteil. Die erste Aktion auf das Tor. Alvaro Morata. Besser kannst du den nicht unter den Querbalken platzieren. Es war auch in der zweiten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Torraumszenen. Aber es hat dann eine Torraumszene gereicht, um hier die Spanier ins WM-Halbfinale zu bringen. Das war eine richtig gute Möglichkeit von Ferran Torres. Schuss aus der Drehung ist richtig schwer. Das ist das goldene Tor vom Leipziger, von Dani Olmo. Thiago Silva kommt zu spät eingesprungen. Alexandro blieb gänzlich weg. Und wir haben die Spanier im Halbfinale bei dieser Weltmeisterschaft. Brasilien scheitert wie schon 2018 im Viertelfinale. Muss die Heimreise antreten. Das war auch mit möglicherweise das letzte Spiel von Neymar im Trikot der Nationalmannschaft. Da war ja so in gewisser Weise die Angst rum, dass Neymar seine Nationalmannschaftskarriere nach diesem Turnier beenden wird. Wir werden sehen, was er sagt. Wir werden sehen, wie Lionel Messi, der unerfüllte Hoffnungsträger seiner Nation. Wir machen eine kurze Pause und dann ermitteln wir den Gegner Spaniens. Am Dienstag wird es die Niederlande, oder sogar Australien. Jamie McLaren ist der Mann des Turniers bisher für die Socceroos.
Durch seine Tore stehen sie hier nun im WM-Viertelfinale. Das Stadion ist voll, das Stadion ist bereit für ein geschichtsträchtiges Spiel für die Socceroos. Zum ersten Mal, wie gerade eben schon im Einklang erwähnt, im Viertelfinale bei einer Fußballweltmeisterschaft. Argentinien sensationell geschlagen. Nun wartet die Niederlande im WM-Viertelfinale. Trotz alledem, Oranje klarer Favorit in dieser Partie. Trotzdem wollen wir die Überperformance der Australier nicht schmälern. Louis van Gaal mit einer Fünferkette. Remco Pasveer im Tor. Danny Blind, Nathan Aké, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt und Denzel Dumfries bilden die Fünferreihe. Cope Meiners und Frankie de Jong, Steven Bergkuis bilden das Mittelfeld. Und vorne drin Vincent Janssen und Steven Bergwijn, die für die Tore sorgen sollen. Bei dem dreimaligen Vize-Weltmeister bei Oranje. Wie stellt sich Australien auf? Graham Arnold, der Cheftrainer, wird ein 4-2-3-1 auf das Feld bringen. Matthew Ryan, der Kapitän im Tor. Page, Dagenek, Suter und Atkinson in der Viererreihe. Jackson Irvine und Aaron Moy bilden die Doppelsechs. Das Mittelfeld bestehen aus Goodwin, Hrustic und Boyle. Und vorne drin der Mann der Stunde, dem sie ein Denkmal bauen, mehrere Denkmäler, von Brisbane bis nach Canberra. Australien in den dunklen Trikots, von rechts nach links, Oranje ganz in Orange. Die Niederlande mit der Möglichkeit, zum dritten Mal nacheinander bei einer Weltmeisterschaft das Halbfinale zu erreichen. 2010, 2014 stand man schon unter den besten Vieren. 2010 ging es ja gar bis ins Endspiel. Das heißt, würde die Niederlande hier ins Halbfinale einziehen, werden wir eine Neuauflage des WM-Finales von Soccer City erleben gegen Spanien. 2014 scheiterte man im Elfmeterschießen an Argentinien. 2018 hat man sich bekanntermaßen nicht qualifiziert. Und für Australien ist jedes Spiel hier ein Bonus. Man hat schon gedacht, dass 1-1 gegen Frankreich wäre ein mordsmäßiges Resultat. Dann kann der Sieg im Achtelfinale gegen Argentinien, auch wenn der so ein wenig geschenkt gewesen ist von der Albi Celeste. Ich bleib dabei, der Erfolg gibt ihnen recht. Jamie McLaren, Jackson Irvine, Hrustic. Mit dem ersten Annäherungsversuch auf das Tor von Remco Pasveer. Es gibt den Eckball für die Socceroos. Für den Asienmeister von 2011. Der wird möglicherweise kurz ausgeführt. Aaron Moy mit dem Ballverlust. Steven Bergkuis. Einer der Mann in der Stunde auf Seiten der Niederlande. Hat schon das ein oder andere wichtige Tor erzielt für sie. Gerade auch in der Gruppenphase.
Berghuis. Bergwijn Jansen wird in die Mannschaft reinrotiert, auch wenn er bisher noch nicht wirklich Fuß fassen konnte. Van Gaal lässt Memphis Depay auf der Bank. Er lässt Cody Gakpo auf der Bank. Der ehemalige Bremer Davy Klaassen sitzt noch verletzungsbedingt mit auf der Bank. Es geht mittlerweile wieder vielleicht für einen Kurzeinsatz. Man möchte allerdings nichts riskieren. So, der Bonds-Coach, der ja schon 2014 die Niederlande gecoacht hat bei einer Weltmeisterschaft. Dritter geworden mit einem 3:0 gegen Brasilien, wo es zwischenzeitlich aussah, als ob wir ein zweites 7:1 erleben werden auf Seiten des LSV. Dumfries macht das einzig Richtige, spielt den Ball zurück zum Torwart, aber da kommt der Ball direkt wieder zurück. Jackson Irvine. Glück für Remco Paswerk. Glück für die Niederlande, dass der nicht im Strafraum einen Australier findet. Dann stünde es hier nämlich 1:0. Er weiß, der Pauli, der Kiezkicker. Und vom FC St. Pauli, Jackson Irvine, dass das eine hundertprozentige gewesen ist. Die Niederlande steht kompakt mit ihrer Fünferreihe hinten drin. Also es kommen dann individuelle Fehler zustande, wie eben in dieser Situation. Bage. Zuhörwein. Zusammenspiel mit Jamie McLaren. Der Ball geht wieder raus auf die linke Seite zu Goodwin. McLaren, Rustic. Goodwin, Jamie McLaren nochmal abgelegt. Da wird's mordsmäßig eng. Da ist kein Durchkommen an diesem Oranje-Bollwerk. Martin Boyle mit dem aufgesetzten Schuss. Er ja der Einzige neben Jamie McLaren, der ein Tor für Australien bei dieser Weltmeisterschaft erzielt hat. Das war gegen Tunesien. Da hat er das zwischenzeitliche 1:0 erzielt. Da gibt's Gelb für Steven Berghuis. Jetzt ist es natürlich gespannt zu sehen. Cope Miners ist vorbelastet. Berghuis ist nicht vorbelastet. Es ist nur Frankie de Jong und Toyn Cope Miners, der gegen den Iran im Achtelfinale die gelbe Karte gesehen hat. Noch einmal der Hinweis, alle gelben Karten werden nach dem Viertelfinale gestrichen. Moy. Boyle gegen Daley Blind. Auch mittlerweile ganz erfahrener Mann auf der linken Außenverteidigerposition. Geht es in der Offensive vielleicht so ein bisschen wie ein 3-5-2, auch wenn die Außenverteidiger jetzt beispielsweise Blind nicht unbedingt mit die Wege ganz bis in die Offensive, bis auf die gegnerische Grundlinie vormacht, denn Dumfries ist für einen Außenverteidiger weit drin. Somit wäre da links für die Australier ein bisschen Platz. Bage will auch nicht ganz bis auf die Außen über die Flügel gehen, weil man eben ja weiß, auf der einen Seite Daley Blind, auf der anderen Seite Denzel Dumfries von Inter Mailand, ist ja auch kein schlechter Kicker.
Diesmal über rechts Rustic. Da sind sie vorbei, da sind sie in den gefährlichen Raum. Atkinson, Jackson, Irvine und das Tor für Australien. Und das ist verdient. Das ist die hochverdiente Führung. Der Mann vom FC St. Pauli mit dem 1:0. Jetzt ist natürlich die Frage, passives Abseits, ja oder nein? Jamie McLaren springt hoch, Remco Passwehr, der kann den Ball da noch hinterher schauen. Kopfschütteln beim Torwart und volle Ekstase bei Jackson Irvine. Der Mann vom FC St. Pauli aus der zweiten Fußball-Bundesliga bringt hier Australien in WM-Viertelfinale gegen die Niederlande in Führung. Ich möchte jetzt wahrlich nicht in der Haut der Spieler stecken bei dieser Halbzeitansprache, die kommen wird von Louis van Gaal. Oranje auch bisher noch ohne einen konsequenten Torabschluss. Berghuis. Vielleicht jetzt kurz vor der Halbzeitpause. Nee. Ja, Leute, die Führung ist noch nicht mal unverdient für die Socceroos. Das Tor von Jackson Irvine besiegelt hier die Pausenführung und eine unmittelbare Krisensitzung für die nächste Viertelstunde, für die Halbzeitpause. Louis van Gaal ist beileibe nicht zufrieden. Die Niederlande auch wirklich enttäuschend bisher. Der Mann im Mittelpunkt natürlich, Jackson Irvine, der hat früh die Marschroute festgelegt, woran sich die Mannschaft auch hochzieht. Eine gute Chance nach der anderen. Erst Jamie McLaren, dann Jackson Irvine, der dann den Ball von Remco Passwehr über ein, zwei Stationen zurückgekriegt hat. Zwischenzeitlich Martin Boyle, der auch richtig gute Chance hier hatte. Was ist mit diesen Mannschaften, die in unseren Ausspielungen überperformen? Wir haben die Schotten bei Frankreich 98 gehabt und bei der UEFA Euro 2000. Wir haben Irland bei unserer WM 2002 Ausspielung gehabt, die wir im Sommer getätigt haben. Wir hatten Trinidad und Tobago bei der WM 2006. Die sind ja Weltmeister geworden. Polen bei der UEFA Euro 2020 Europameister. Also, irgendwas ist hier mit den Mannschaften, die eigentlich Gruppenphase, Achtelfinale höchstens, die nicht den Hauch einer Chance eigentlich haben, die hier in unseren Ausspielungen mal so richtig auftrumpfen. And I'm all fucking for it. Deswegen machen wir das Ganze hier. Weil diese Unberechenbarkeit, die wir hier in diesen Rekonstruktionen oder Simultanausspielungen, wie es ja jetzt in diesem Falle ist, die siehst du ganz, ganz selten mal im echten schönen Spiel. Mittlerweile kommen beide Mannschaften, sind wieder aus den Katakomben. Jamie McLaren mit der ersten Chance in diesen zweiten 45 Minuten für Australien. Beide Mannschaften unverändert aus der Kabine kommend. Es wurde laut auf jeden Fall in der Kabine der Niederländer. Und jetzt kommt auch der erste Wechsel. Total enttäuschend. Vincent Janssen, es kommt Memphis Depay. Wir hatten vorhin im Spiel zwischen Spanien und Brasilien schon von Game Changer gesprochen. In Form von Dani Olmo, der das Siegtor für die Furia Roja erzielt hat. Memphis Depay geht in die gleiche Kategorie. In die Kategorie
der Game Changer. Erdpinsel. Boyo. Intercepted da von Memphis Depay. Und jetzt die Gegenbewegung. Berghuis ist auf der linken Seite präsent, aber gut mit zurückgearbeitet von Nathaniel Atkinson. McLaren. Martin Boyle probiert es direkt. Warum denn nicht? Hier nochmal das Tor. Das 1:0 von Jackson Irvine aus der 42. Minute, die bis jetzt immer noch Bestand hat. Die Niederlande ein wenig auf verlorenem Posten hier in diesem Viertelfinale. Moin. McLaren. In den Fuß von Ake gespielt. Doch auf der rechten Seite mordsmäßig großer Raum, der nicht von einem Niederländer attackiert worden ist. Somit das ganze Angriffskonzept sich hier wieder verflüssigt auf Seiten des dreimaligen Vize-Weltmeisters, Europameister von 1988, unseren Frankreich 98-Sieger, Steven Bergwijn. De Jong, blind, legen quer zurück auf Frenkie de Jong. Ja, das kann man mal probieren. Ich hätte eher den Pass am 5-Meter-Raum gerechnet. De Jong. Mal aus der Distanz. Cope Miners geht. Und da kommt der verheißungsvolle Cody Gakpo. Wird er die Position übernehmen von Cope Miners? Wird er sogar mit nach vorne eingereiht? Neben Depay und Bergwijn. Wir werden es sehen, wo Cody Gakpo sich einordnet. Jamie McLaren! Und dann ist es der Querbalken. Riesenchance, hier das Spiel in eine Richtung zu lenken, die kein Mensch hervorgerufen hat. Um Gottes Willen, dann spielen die Niederländer diesen Angriff nicht konsequent genug aus. Das war die beste Möglichkeit für sie, hier eine gefährliche Offensivaktion aufs Tableau zu servieren. Stattdessen jetzt in der Gegenbewegung wieder die Australier mit Nathaniel Atkinson, der allerdings im Abseits stand. Frank Karadžić kommt für Nathaniel Atkinson, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat. In den letzten Minuten, es sieht so aus, als ob Cody Gakpo wirklich die Position von Cope Miners übernimmt. Dann hat er mit Dumfries getauscht. Er jetzt auf links eingeordnet mit Memphis Depay im Zusammenspiel. Cody Gakpo, Ball in die Mitte! Gute Chance. Nachschuss. Abgeblockt. Ball ist noch heiß. Ball ist noch heiß. Bergwijn, Depay, Tor ist leer. Und Ryan, der Mann vom FC Kopenhagen. Einmal durchatmen für die australische Verteidigerreihe. Da ging ein kollektives Sigh of Relief durch das ganze Land.
De Jong, Depay. Die Niederländer erhöhen das Tempo, kriegen den Freistoß. Fran Karacic, die gelbe Karte finde ich ein wenig überzogen. Für ihn ist es die zweite gelbe in diesem Turnier. Das heißt, er würde bei einem möglichen Halbfinale gesperrt fehlen. Cameron Devlin kommt für Aydın Hrustić. Abwarten auf den Freistoß. Gakpo stellt sich mit zu. Steven Berghuis. Nee, es macht Gakpo auch nicht. Der Ball geht runter zu Memphis Depay. Klasse gehalten von Matthew Ryan. Oranje kommt immer besser ins Spiel. Berghuis mit der Ecke. Das Ganze gleich noch einmal. Bergwijn mit einer Eckfahne. Diese wird wohl kurz ausgeführt. Dann ist es Martin Boyle, der einfach als Schutzwall zwischen Bergwijn und Ball steht und sich eben diesen wiederholt. Das gibt zumindest ein wenig Entlastung für die Defensive der Socceroos. Frankie de Jong. Ball ist weg. McLaren. Bajic. Aziz Bajic gegen Dumfries. Das macht er gut. Der Mann von Dundee United, der hier Denzel Dumfries unter Druck setzt. Memphis Depay, Berghuis. Jetzt der Ball runter zu Bergwijn, rüber zu Frankie de Jong. Bergwijn, Berghuis, de Jong, dann ist es zu viel. Da gibt's einen Freistoß, das war ein klares Handspiel. Und jetzt kommt nochmal Wout Weghorst. Und auf der Seite der Socceroos Ava Mabil für Aaron Moy. Memphis Depay mit der Chance und Gakpo stand im Abseits. Ja, der Mann mit der Nummer 8. Mein erster Blick war, aus welchem Grund auch immer, auf Denzel Dumfries. Die Niederlande läuft die Zeit davon. Es ist nicht mehr viel zu spielen. Memphis Depay. Wo ist die Anspielstation? Er macht selbst die nächste Ecke. Nochmal ein Eckball für die Niederlande, die hier am Rande einer maßlosen Enttäuschung stehen. Remco Paswehr kommt jetzt mit nach vorne gestürmt. Berghuis, der kam auf den Torwart, der Ball. Weghorst, blind. Wo ist der Abschluss? Freistoß. Ich glaube sogar für die Niederlande, ja. Eine Minute noch in der Nachspielzeit. Der muss schnell nach vorne kommen, der Ball. Der muss hoch rein. Virgil van Dijk. Das ist die Balleroberung für Australien. Die Nachspielzeit ist rum. Der Schiedsrichter macht keine Anstalten hier, das Spiel. Jetzt pfeift er es ab und das Spiel ist aus. Australien schafft
die Sensation. Sie überlebt diesen niederländischen Sturmlauf in der Schlussviertelstunde und stehen unter den besten vier bei der WM 2022. Er ist der Mann des Tages, der Mann der Stunde. Jackson Irvine mit seinem Tor aus der 42. Minute spielt Australien am Dienstag ein WM-Halbfinale gegen Spanien. Was ist das für eine Geschichte? Auf den Spuren Schottlands, auf den Spuren Irlands, möglicherweise auf den Spuren Trinidads. Das wäre es ja. Frankreich am Rande einer Niederlage gebracht. Australien. Dann Dänemark geschlagen nach einem Sieg gegen Tunesien. Dänemark geschlagen. Dann Argentinien im Achtelfinale. Und jetzt im Viertelfinale die Niederlande. Und das war auch an sich eine verdiente Geschichte, ganz klar. In der ersten Halbzeit hatte die Niederländer absolut keinen Spielzugriff. Es waren nur die Australier, die in der gegnerischen Hälfte präsent waren. Und was lange währt, wird dann auch schlussendlich gut. Die 42. Minute und Jackson Irvine vom FC St. Pauli mit dem 1:0 für Australien. Und in der zweiten Halbzeit, so ab der 60. Minute, hier der erste Schuss von Frenkie de Jong. Da fing der niederländische Sturmlauf an. Aber das haben die Australier konsequent verteidigt. Fran Karadžić, er wird gesperrt fehlen im Halbfinale gegen Spanien. Wenn mal Schüsse durchkamen, dann war es eben Matthew Ryan, der dann als letzte Instanz agierte und intervenierte. Mein lieber Herr Gesangsverein, was ist das für eine Weltmeisterschaft? Ein Top-Favorit nach dem anderen strauchelt. Es sind eigentlich von den absoluten Top-Favoriten, die man auch vor dem Turnier genannt hat, nur noch Spanien drin. Und England muss morgen auch erstmal gegen Mexiko überleben, um das Halbfinale, um ihr zweites Halbfinale nacheinander zu spielen. Vorher haben wir das Spiel der Schweizer gegen Japan. Mein Name ist Mr. Wildstyle. Ich sag tschüss. See you around like a donut. Und bis morgen zur FIFA WM 2022 in Katar zu den letzten beiden Viertelfinalspielen.